Das Thema Bossfrauen, das haben wir hier ja schon behandelt. Und es fällt ja auch mehr oder weniger in das große Feld der Karrierefrauen, die zwar wirklich sehr fähig sein können, gerade auf beruflicher Ebene, das kann man durchaus anerkennen, die aber dennoch mehr Schwierigkeiten auf dem Datingmarkt haben. Und dazu habe ich ja auch regelmäßig schon Statistiken geliefert, die das bestätigen. Das muss ich jetzt nicht jedes Mal aufs Neue rauskramen. Also das Bossige, was ja Frauen als befreierischer Akt geliefert wird, reicht ihnen ganz klar auf romantischer Ebene zum Nachteil, weil eben Männer damit nichts anfangen können. Und nein, das hat auch nichts damit zu tun, dass Männer Angst vor erfolgreichen Frauen hätten oder so, oder jetzt arge Komplexe schieben würden, nur weil eine Frau erfolgreich oder selbstbewusst ist. Es geht hier logischerweise mehr um angeborene Geschlechteraufgaben und um archetypische Wesenszüge. Selbstvertrauen beispielsweise macht Männer nun mal attraktiver und dafür müssen sie nicht mal extrem gut aussehen oder viel Geld haben. Frauen aber macht Selbstvertrauen nicht attraktiver, egal ob sie gut aussehen oder Geld haben oder nicht. Ist so, kann man im Kreise vor Wut drüber hüpfen, lässt sich aber nicht ändern.